Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, wir sind immer noch in Schnittermark und wir haben ja in der letzten Folge einen kleinen Cut gemacht, bevor wir uns hier in die Höhle des Löwen sozusagen, also auf den Mondscheinpfad begeben. Das werden wir jetzt tun. So sieht sie aus, die Halbebene von June. Ich wollte schon Yoda sagen. Ihr habt eure Reise begonnen, Pilgerin. Vor uns lauert Gefahr. Im Moment steht ihr nur den Mondlichtern gegenüber. Nehmt einen tiefen Zug von den Mondzuckerdämpfen und öffnet euren Geist für den Pfad. Wo sind wir? Ihr befindet euch weit unter dem Tempel des Tanzes, Geweihte. Die Tradition verlangt, dass der Beginn eurer Reise darin wurzeln soll, was zuvor war. Hier werdet ihr sehen, dass die Vergangenheit im Mondlicht sehr lebendig ist. Was müssen wir tun? Ruft einfach das Licht von Yone und Yode herunter. Jeder dieser Reflektoren ist falsch ausgerichtet. Stellt sie auf das Mondlicht ein und seht, was die hellen Monde euch sehen lassen wollen. Wir bringen das schon zu Ende. Okay. Wieder ein Rätsel. Ich glaube, hier hasste ich die Rätsel. Also nicht hassen, aber. Mäna Akusri, es ist mir eine Freude, euch zu treffen. Die Khajiit und ihr Glaube werden zum Bollwerk des Dominions gegen die Dunkelheit. Danke, Majestät. Mögen die hellen Monde uns bei unserer neuen Aufgabe führen. Ich erkenne diesen Moment wieder. Der Tag, an dem die Eldenübereinkunft unterschrieben wurde. Die Mäna war ein guter Anführer, Geweihte. Eine gute Seele. Ja, das glaube ich dir. Yone und Yode haben gesprochen. Shaza, Kali, ihr seid beide unter demselben Mond geboren. So etwas gab es noch nie zuvor. Noch nie zuvor wurden wir von den hellen Monden derart beschenkt. Ihr werdet auf ewig als Mond-Champions bekannt sein. Wir verstehen. Die Mäne ist stark und wir sind neu. Ja, das verstehen wir. Wir sind eine Schande. Wir haben nicht darum gebeten. Wir sind ebenso geboren. Verdammt seien die Monde. Kali war so wütend. Wir beide waren es. Die Priester waren nie sehr nett zu uns. Aber schaut uns heute an. Kali, ich wünschte, ihr wärt hier. Okay, es ist zumindest kein Rätsel. Bei Yone und Yode, ihr habt Rita Ridata den Weg gezeigt. Dieser ist euer bescheidener Diener. In eurem Licht wird dieser sein Volk anführen. In eurem Licht wird dieser den Khajiit das Gleichgewicht bringen. Der Tag, an dem vor langer Zeit Rita Ridata zur ersten Mähne wurde. Zu dieser Zeit ein umstrittener Moment, aber ein wichtiger Moment für mein Volk. Nee, hier. Hallo? Seht dort hinauf, das obere Ende des mittleren Pfeilers. Ja, Portal zur Halbebene. Wo sind wir? Was ist dies für ein Ort? Habt ihr jemals solch einen Ort gesehen, Geweihte? Selbst in meinen Träumen hätte ich es mir nie so vorgestellt. Wo sind wir? Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Ort je sehen würde. Ich habe die Zeichnungen in den ältesten Texten gesehen. Die Ebene von Yode. Der Ort, an dem die hellen Monde wohnen. Das Heim der Götter. Es ist irgendwie anders, als ich erwartet hatte. Aber das ergibt Sinn. Was meint ihr? Der Pfad ändert sich, um sich uns anzupassen. Um die Herausforderungen wieder zu spiegeln, denen wir begegnen.
Genau wie für Sibiden Joe, die argonischen Seelenplünderer. Entschuldigt, Geweihte. Ich denke nur an eine der Geschichten, die ich einst las. Wo sollen wir jetzt hin? Warten wir einfach einen Moment. Wenn ich recht habe, wird der Pfad uns den Weg zeigen. Na gut, das heißt Geduld. Seht doch, die Vision einer Waldelfin. Dort sollen wir bestimmt hingehen. Kommt, Geweihte. Hi, wer seid ihr? Und warum sind hier so viele Gegner? Also nicht viele, noch aber... Noch mehr! Wir müssen sie zurücklassen! Hallo? Verschwindet von hier! Es ist nicht sicher! Wer hat euch verletzt? Was macht ihr hier? Meine Leute haben sich gegeneinander erhoben. Die Jagd hat sie alle. Ich habe versucht, den Silvenar und die grüne Dame zu beschützen. Sie sind nicht sicher. Was ist geschehen? Keine Zeit. Seit die Khajiit aus dem Dominion ausgetreten sind, stehen die Dinge schlimm. Das Bündnis, der Pakt. Von allen Seiten kommen sie. Wir hatten keine Wahl, mussten uns der wilden Jagd zuwenden. Wer waren diese Leute? Der Silvenar und die grüne Dame. Sie wurden von der wilden Jagd verfolgt. Unsere eigenen Leute jagen uns. Geht bitte, rettet sie. Rettet das Herz des Waldes. Das werden wir. Okay, ich glaube, für ihn können wir nichts mehr tun. Wappnet euch! Moment, wer seid ihr? Erich Freundlich. Wappnet euch! Da Erich kommen Freundlich? Sie. Hallo? Habe ich jetzt Glück, weil ich heute Morgen Deodorant gemacht habe? Oder verstehe ich das? Wieso? Wieso, meine Liebe? Warum passiert das? Die Jagd. Sie hat sie verwandelt. Das wäre nie passiert, wäre das Dominion intakt geblieben. Dieses verdammte Adlerbanner. Ich bin froh, euch zu sehen. Helft uns bitte bei der Suche nach... Nach immer. Okay. Hallo? Der Schmerz. Ich halte das nicht länger aus. Was habt ihr, mein Herz? Seid ihr verwundet? Ich weiß nicht. Ich fühle mich schwach. Ich weiß nicht, was los ist. Haltet noch ein wenig durch, mein Lieber. Verdammt, es kommen noch mehr. Helft uns! Also dafür, dass sie ja sonst eigentlich immer alles selber machen will. Direkt hier, helft uns! Wir können die Stellung nicht halten. Wir müssen hier raus. Kommt mit, wenn ihr leben wollt. Naja, du meinst wohl eher, wenn ihr leben wollt, ne? Lasst mich zurück, Liebste. Bringt euch in Sicherheit. Ich kann mich allein durchschlagen. Genau, er kann sich allein durchschlagen. Er wird sich erholen. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Er sieht nicht gut aus, meine Dame. Es geht ihm gut. Er ist nur sehr müde. Wir sind nun schon so lange auf der Flucht. Ich weiß nicht, wie viel länger wir das noch durchhalten. Was ist mit den Waldelfen geschehen? Nach Akusris Fall und dem Tod von Gareshri fielen die Khajiit vom Dominion ab. Die anderen Allianzen rückten vor. Wir versuchten, das Herz des Waldes kräftiger schlagen zu lassen, aber sie verloren die Hoffnung. Was habt ihr getan? Wir sprachen die Worte. Und die wilde Jagd kehrte nach Valenwald zurück. Sie strich durch den Wald und machte unser Volk wild. Ehe wir wussten, wie uns geschieht, hatte sie die Wildheit schon verschlungen. Und dann begann die Hatz auf uns. Werdet ihr überleben? Wer weiß. Sobald mein Gefährte erwacht, können wir weiterziehen. Wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Aber wartet. Er regt sich. Was ist denn, mein Herz? Geht es euch gut? Was ist los? Was geschieht hier? Lauf! Raus hier! Nein, Liebster, das tue ich nicht. Ich lasse euch nicht zurück. Raus hier! Oder ich tue euch weh!
mir das nur klar. Wir haben so hart für unser Volk gekämpft, ihn durch meine eigene Hand tot zu sehen. Mein herzliches Beileid. Wir taten, was wir tun mussten. Das ist nicht euer Fehler. Das ist Irons Fehler. Diese Hexe. Sie hielt das Dominion in einem so festen Griff, dass es daran erstickt ist. Und jetzt haben wir keinen Atem mehr in der Brust. Was werdet ihr jetzt tun? Es spielt keine Rolle. Die anderen werden mich finden. Und da mein Sylvaner nun tot ist, werde ich ihm bald folgen. Das Herz des Waldes ist tot und die wilde Jagd entfesselt. Das ist das Ende. Ich kann euch nicht einfach zurücklassen. Geht! Es gibt jetzt keine Hoffnung mehr. Wenn die Khajiit uns nur nicht verlassen hätten, wenn diese Katzenbastarde und die Hexenkönigin der Altmeer nur nicht... Geht! Verlasst uns und vergesst nie, dass das Herz des Waldes einst in der Brust eines Elfen schlug. In den Schriften klang es nie so, was wir getan haben. Wir haben den Sylvaner getötet, die grüne Dame. Das Herz des Waldes ist tot. Wir taten, was wir tun mussten. Es waren die Khajiit. Wir haben sie enttäuscht. Denn hier wurde niemand zur Mähne nach Akuzeri. Das wird nicht passieren. Lasst uns den Pfad weitergehen. Wenn die Hallenmonde dachten, wir müssen die Zukunft der Bosmer sehen, dann sollen wir vielleicht jetzt die Zukunft der Hochelfen sehen. Hoffen wir, dass sie nicht so trostlos ist. Hoffen wir es. Nein, warum bin ich immer schneller als die Geister? Dann lass mich doch wenigstens laufen, so. Die Zukunft sieht aber auch nicht so besonders aus hier. Stehen bleiben! Meine Königin, ich habe euch im Stich gelassen. Geht es euch gut? Mir geht es gut. Sobald ich aufhöre, aus der Seite zu bluten und wieder selbst laufen kann. Eigentlich, da ihr es jetzt erwähnt... Was ist geschehen? Wer war das? Wo wart ihr in den letzten paar Monaten? Das Schleiererbe. Diese Schweine haben eine Revolte gegen die Königin angeführt. Alle Sommersend-Inseln haben sich gegen sie erhoben. Mehr konnten die Augen nicht tun, um sie am Leben zu halten. Es stimmt doch gar nicht, das Schleiererbe habe ich doch schon total kaputt gemacht. Was kann ich tun? Ihr könnt nicht viel tun. Sie haben uns durch das ganze Land verfolgt, haben uns überwältigt. Ich werde nicht viel länger durchhalten. Aber vielleicht könnt ihr Ras helfen. Er ist auf dem Hügel. Findet ihn. Er ist die letzte Verteidigung der Königin. Ich werde Ras finden. Komm mit. Ras, wo bist du? Ich kann mir durchlaufen, oder? Ich weiß nicht. Nee, das ist er dann. Warum sind die jetzt endlich alle... Endlich habe ich euch erwischt, Katze. Versucht jetzt einmal, euch einzumischen. Hä? Das war doch hier der Typ hier von Königin Iron. Also zumindest der Stimme nach. Ach, gut. Ihr seid hier. Rasumdar hatte Angst, er müsste allein verbluten. Seid ihr verletzt? Dieser? Verletzt? Niemand kann Rasumdar verletzen. Er ist unbesiegbar. Aber er muss bitten, dass ihr schnell spricht. Er denkt nicht, dass er lange wach sein wird. Hat Schlachtenvogt Urselmo euch angegriffen? Der Schleier ist jetzt stärker als je zuvor. Wo wart ihr? Der Schlachtenvogt hat sich gegen ihre Majestät gestellt, als sie versuchte, das Dominion mit Willensstärke zusammenzuhalten. Die anderen Allianzen...
nahmen Cyrodiil ein und marschieren gen Sommersend. Was kann man da tun? Für Ra's? Nichts. Ra's wird sich hier ausruhen, bis sich dieses Auge der Königin schließt. Ra's ist nur sein Eid geblieben. Er hat geschworen, er würde Eiren beschützen. Er hat geschworen, er würde seine beste Freundin beschützen. Ich werde sie finden, Ra's. Ich werde sie beschützen. Gut, gut. Rasundar ist müde. Er wird schlafen. Wenn er nicht aufwacht, hofft dieser, euch dort zu sehen, wo die hellen Monde wohnen. Viel Glück, meine Freundin. Viel Glück, Ra's. Jetzt lauf doch nicht weg! Ich habe mein Volk nicht verraten. Ich habe ihm geholfen, diese Tyrannenherrschaft zu beenden. Ist klar. Wo ist er? Helft mir! Ihr seid die Einzige, der ich vertraue! Rettet eure König! Folgt mir! Bevor noch mehr von ihnen auftauchen! Wir müssen hier raus! Also wenn eine Königin schon sagt, rettet eure Königin, ist irgendwas falsch gelaufen. Ich möchte nur den Traum am Leben halten. Den Traum meines Altmeri-Dominions. Meine Königin, ihr seid verletzt. Aber immerhin nur am Arm. Die anderen hatten Bewunde an der Seite, ne? Ja, schwer. Wie sich herausstellt, können Schwerter tiefe Wunden schlagen. Ich fürchte aber, dass die Wunden des Dominions noch viel tiefer sind. Diese werden mir den Tod bringen. Ist das Dominion wirklich am Ende? Ja, die Waldelfen werden von ihrer Wut verzehrt. Die Khajiit haben sich in die Wüste zurückgezogen. Und mein Volk, Sommers End, hat sich gegen mich erhoben. Wenn der Pakt und das Bündnis an unseren Gestaden anlegen, wird es nichts mehr geben, was sie noch zerschlagen könnten. Ihr werdet das schon überstehen, meine Königin. Wir können euch in Sicherheit bringen. Nein. Ich kann nirgendwo mehr hingehen. Mein Volk hat sich von mir abgewandt. Es hat sich von der gesamten Idee abgewandt, sich mit anderen Völkern zu verbünden. Das Adlerbanner ist gefallen. Also kann ebenso gut auch ich fallen. Ich so depressiv hier. Ihr könnt euch doch sicher wehren, oder? Welchen Grund habe ich noch zu kämpfen? Wir haben unser Herz verloren, unsere Seele. Und nun wird mit meinem Tod auch der Leib des Dominions erschlaffen. Lasst mich bitte allein. Lasst eine Königin in Würde sterben. In Stille und Einsamkeit. Wie ihr befehlt, meine Königin. Das ist so surreal, als ob ich jetzt hier einfach stehen würde und sagen würde, okay, wenn ihr alleine sterben wollt, lasse ich euch eben alleine zurück. Ich würde die mitschleppen, gegen ihren Willen. Ist mir doch egal. Oh. Ich hätte nie gedacht, dass es so schlimm sein würde. Früher konnte ich meine Probleme überdenken, meine Bücher und Zauber einsetzen, um... Hierfür gibt es keine Lösung in einem Buch. Was wir gesehen haben, könnte das die Zukunft des Dominion gewesen sein? Nicht, wenn ich da noch ein Wörtchen mitzureden habe. Ich weiß, was es damit auf sich hat, Geweihte. Diese Visionen, sie sind eine Zukunft, in der die Mähne ihr Volk nicht mehr führt, in der ihre Weisheit und ihre Stärke fehlen. Das wird nicht unsere Zukunft sein. Und wir erhalten eine verstärkte Haube ohne Set. Wir sind auf dem Pfad der zwei Monde gewandelt. Dem Pfad von Jone und Jode. Doch es gibt noch einen dritten Mond. Den dunklen Mond. Den Feind der Khajiit. Lorkach, der fehlende Gott. Dies ist das Geheimnis am Ende des Pfades. Wir müssen zum Bau von Lorkach reisen. Wird es denn so schlimm werden? Es wird noch schlimmer. Die Legenden sagen, der fehlende Gott sei tot, dass der Bau, dass er sein Leib wäre. Die große Leere des Baus ist der verwesende Leichnam eines toten Gottes. Ich weiß nicht, ob... Was ist das? Was ist was? Wartet! Das ist meine Schwester! Ihr Nachgeweihte!
Dann mal los. Oder auch nicht. Ach so. Sie hat uns hierher geführt. Kali hat uns zur Schwelle geführt. Geweihte. Ich hatte noch nie zuvor solche Angst. Aber ich weiß nicht, ob ich es tun kann. Ich weiß nicht, ob ich den letzten Schritt wagen kann. Wovor sollte man sich noch fürchten? Es gab so viel Kampf, so viel Tod. Selbst wenn wir den Pfad durch den Bau von Lorkatsch nehmen. Diese Visionen haben mir gezeigt, wie entscheidend die Mähne sein kann. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin. Ihr seid bereit, Schatza. Ihr könnt es schaffen. Nur noch einen Schritt auf dem Pfad. Wahrscheinlich. Für euch, Geweihte. Für Kali. Für die Khajiit. Geweihte. Wir stehen zutiefst in eurer Schuld. Aber ich weiß nicht, ob ich euch je angemessen danken kann. Machen wir den letzten Schritt. Der Bau des Lorkatsch. Noch schöner und schrecklicher als in meiner Vorstellung. Kommt, Geweihte. Ja. Ah, ihr erinnert euch an sie? Schatza, ich habe dich vermisst. Du hast mich im Dunkeln alleine gelassen. Kali, bist du es? Du lebst? Du bist in Sicherheit? Natürlich bin ich am Leben. Gesund und munter. Eure Schwester ist in Sicherheit. Ihre Seele wurde von der Dunkelheit gereinigt. Kommt, schließt euch ihr an. Schließt euch eurer Schwester an. Lass sie gehen. Zeig dich, Bastard. Ich werde dein Gesicht von deinen Knochen herunterbrennen. Ach, ihr wollt, dass sie frei ist? Hier habt ihr eure freie Schwester. Eure Schwester, meine neue dunkle Mähne. Mir scheint, ich habe die falsche Schwester. Schwächliches Kind. Gut, ich werde mich selbst um euch kümmern. Dunkle Mähne, steh mir bei. Mögen die Schatten eures toten Gottes euch mit Stärke erfüllen. Geht es dir gut? Eure Traurigkeit ist unbegründet. Eure Schwester hat ihren Frieden gefunden. Ihr und sie seid gemeinsam den Pfad der zwei Monde bis zum Ende gegangen. Nein! Ich musste dich schon einmal gehen lassen. Ich bin nicht bereit, dich noch einmal zu verlieren. Ihre Seele hat jetzt ihren Frieden. Sie ist über den Pfad hinausgewandelt bis nach Aetherius. Das Licht der hellen Monde umgibt und führt sie. Wie kann ich irgendetwas von dem, was ich gesehen habe, glauben? Der Pfad hat mir Schrecken, Lügen und Scheitern gezeigt. Schatza, weine nicht. Tarn kann mir nicht mehr wehtun. Ich habe meinen Frieden. Bald werde ich bei Mutter und Vater sein. Bitte, verlass mich nicht. Leb wohl, meine Schwester. Du wirst die Mähne sein. Du wirst die Khajiit mit Weisheit und Stärke anführen. Vergiss nie, dass ich dich liebe. Geweihte, Champion, eure Reise ist zu Ende. Kehrt jetzt nach Düne zurück und wandelt auf dem nächsten Pfad eures Lebens. Wir haben es geschafft. Wir sind den Pfad gegangen und leben. Ich werde die Mähne sein. Und meine Schwester ist tot. Ich glaube, sie warten schon auf euch, Schatza. Sie warten auch auf euch, Mondgeweihte. Kommt, bringen wir das hinter uns. Und bleibt bitte nach der Zeremonie noch. Ich würde gerne mit euch sprechen, sobald wir das alles hinter uns haben. Natürlich. Champion, es wird Zeit. Ihr seid am Ende eures Pfades.
Als Mondchampion habt ihr immer wieder bewiesen, dass ihr euer Volk führen könnt. Aber versteht ihr, was es wirklich heißt, die Mähne zu sein? Ja, ich wandelte auf dem Pfad und mir ist bewusst, was vor mir liegt. Und ich ehre die Zurückgelassenen. Ihr habt den Pfad begonnen und ihr wisst, was unserem Volk bevorsteht. Seid ihr bereit, unser Volk anzuführen? Ja, ich nehme die Aufgabe, den Meinen zu dienen, an. Dann tragt dies als Führer unseres Volkes und erhebt euch, Mähne unseres Volkes. Ihr habt diese Prüfungen abgelegt und seid erfolgreich gewesen. Bleibt auf dem Pfad, junge Frau, und empfangt diesen Segen für eure bevorstehende Reise. Frohlockt alle miteinander! Lang lebe die Mähne! Ich bin die Mähne! Geweihte, wir haben überlebt! Aber vorher sah sie irgendwie hübscher aus, ohne den Helm. Es sind Glückwünsche fällig. Meine Freundin! Ohne euch wäre alles anders gekommen. Eure Stärke in Arentia, eure Weisheit in Knurka, euer Mut in Mondhöhe. Und hier, wir haben das Juwel von Elsweyr gerettet. Düne ist sicher. Javad Tarn ist tot und ich bin auf dem Pfad gewandelt. Was jetzt, Mähne? Ein Pfad endet und ein neuer beginnt. Wie ihr nur allzu gut wisst, endet der Pfad niemals wirklich. Hier in Schnittermark werde ich die Seele der Khajiit heilen. Und ihr werdet weiterziehen. Helle Monde, Schatzer. Helle Monde, Geweihte. Wohin euch Jone und Yoda auch als nächstes führen mögen, hoffe ich, dass ihr eure Freundin Schatzer nicht vergessen werdet. Und ihre Schwester Kali, die Schwestern und die Khajiit, sie werden euch nie vergessen. Ja, und wir erhalten ihren Flammenstab, einen gestärkten Flammenstab vom Set Seelenschein und einen Fertigkeitspunkt. Frage ist, können wir hier mit den Leuten nochmal reden? Eure scharfen Krallen waren entscheidend beim Aufstieg der neuen Mähne beteiligt, Wanderin. Seid stolz auf eure Erfolge. Und seid euch des ewigen Dankes der Khajiit gewiss. Meine Freundin, mit euch wird es wirklich nie langweilig. Eine neue Mähne, tote Daedra in den Straßen. Ich kann es gar nicht erwarten, wieder mit euch in den Kampf zu ziehen. Aber ich bin froh, dass ihr es unversehrt geschafft habt, Geweihte. Vielleicht könnt ihr bei der Königin für mich bürgen. Sie macht immer noch Witze über Verrat. Das mag ich nicht. Geweihte, die Königin hat schon Pläne, uns wieder einzusetzen. Sprecht bitte mit ihr. Wir stehen zutiefst in eurer Schuld. Endlich kann das Altmeri-Dominion wahrlich eine Allianz genannt werden. Aber ich fürchte, es gibt keine Erholung für die Helden. Ich habe eine Nachricht für euch. Also ich vermute mal, wir haben ja jetzt leider Schnittermark hinterhergeschoben. Ich vermute mal, dass wir hier bei Königin Iron dann die Folgequest quasi bekommen würden, um dann wiederum ins nächste Gebiet reinzukommen. Das heißt, wenn ihr weitermachen wollt, dann müsst ihr wahrscheinlich mit Königin Iron sprechen. Mir wird es jetzt wahrscheinlich nicht angezeigt, weil ja ich halt schon alles andere abgeschlossen habe. Ich werde es zugeben, Geweihte. Die Worte des Mondbischofs berühren mich tief. Aber euer Sieg hier, die Fährte eurer Rückkehr in unsere Welt der Lebenden, ein neuer Anfang für unsere Verbündeten, das erfüllt mein Herz mit Hoffnung. Ihr habt es geschafft. Ihr seid Pfade im Dunkeln gegangen und auf der anderen Seite herausgekommen, ins Licht. Blut und Mühe. Die neue Mähne wird sich gut schlagen. Dank euch. Ach, sie ist von der Magiergilde, ne? Genau. Beeindruckende Arbeit, wirklich. Sehr beeindruckend. Das ist die, die wir in Kenassis Rast kennengelernt haben. Und ich meine, die ist auch von der Magiergilde.
Ja, achso, mit ihm können wir noch reden? Eure heutigen Taten demütigen mich, Geweihte. Dass ihr so ernst daran arbeiten würdet, die Zukunft meines Volkes zu sichern. Wahrlich, die hellen Monde scheinen auf euch nieder. Heute beginnt ein neues Kapitel im spirituellen Leben der Khajiit, Mondgeweihte. Und das alles dank euch. Die Mönche werden noch in Zukunft von diesem Tag berichten und eure Geschichte wird zur Legende werden. Ich habe viel mit dem Bischof und Garesh Ri zu besprechen, meine Freundin. Wir werden uns sicher bald wiedersehen. Ihr seid immerhin die Geweihte. Ja, und ich würde mal sagen, mit diesen Worten werde ich mich dann auch für heute erstmal verabschieden. Wir werden aber weiterhin noch hier in Schnittermark bleiben, weil, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, wir haben ja leider Schnittermark in der Hauptgeschichte verpasst. Und eigentlich sind wir ja an den Nebenstories aktuell dran. Deswegen werde ich mal schauen, ich denke mal, ich werde mich von unten nach oben durcharbeiten oder sowas auf der Karte. Und dann die einzelnen Nebenquests mit euch dann zusammen erleben. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!